Herzlich willkommen, liebe Europäerinnen und Europäer. Hello Europe. Welcome to Europe Rates Germany. Lasst uns sehen, was Europa zur vergangenen deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu sagen hat. We want to find out how Europe rates the Finnish-German presidency of the European Council. Also, los geht's Europa. Wir schalten nach Spanien. Let's go Europe and hello Spain. Hola España. Hallo, ich bin der Axel und wohne jetzt seit 15 Jahren in Barcelona. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft wurde hier relativ positiv aufgenommen. Das lag auch daran, dass der letzte Eindruck der Deutschen eher negativ belastet war, als nämlich nach der Finanzkrise 2008 sehr viel Druck aus Brüssel und Berlin kam, dass hier der öffentliche Sektor und auch besonders der Gesundheitssektor zusammengestrichen werden sollte. Dies wurde nun getan und hat sich im Nachhinein als eine besonders schlechte Vorbereitung auf die Corona-Pandemie herausgestellt. Insofern gab es hier viel Erleichterung und auch Respekt dafür, dass Merkel zusammen mit Macron gegen den Willen anderer Länder und auch gegen den Willen eines Teils ihrer eigenen Wählerschaft durchgesetzt hat, dass die Corona-Hilfsfonds nun zum Teil auf Gemeinschaftsschulden fußen. Insofern 10 Punkte aus Spanien. España, 10 puntos. Danke nach Spanien. Gracias, España. Und aus dem Süden geht es jetzt in den Norden. Hey, Suomi. From south to north. Welcome, Finland. I think that the German presidency of the European Union has been very solid, keeping in mind that it was performed now during the COVID-19 pandemic, speaking about, let's say, healthcare and similar policy areas. Of course, there are things that could have been done better as concerning, for example, relations with China and the migration agenda. So for me, I would say 8 poäng går till Tyskland. Kitos, Fladan. Nun sind wir auf eine tschechische Bewertung gespannt. Thanks a lot. And now a voting from the Czech Republic. Ahoy, Alena. Hallo, ich heiße Alena. Ich bin Tschechin und lebe seit über 20 Jahren in Deutschland. Deutsche EU-Ratspräsidentschaft im letzten halben Jahr und das mitten in der Corona-Pandemie. Das war kein leichter Job. Dafür haben das die Deutschen ganz gut gemacht, finde ich. Und ich glaube, wenn die Frau Bundeskanzlerin nochmal antreten würde, sie würde wiedergewählt werden. Brutto. Per Oktava. A ja dám Německu. 8 bodů. Diki. Vom Klavier in den Park. Frankreich. Hallo. Wir warten auf die Punkte. Piano points from the Czech Republic. Salut France, may we have your vote, please? Die Deutschen haben sich, wie oft, sehr gut vorbereitet auf die EU-Ratspräsidentschaft. Nun dann brach die Pandemie auf und Angela Merkel hat eine große Möglichkeit an Flexibilität gezeigt, das natürlich sehr wichtig war in dieser schwierigen Zeit. Eine starke Land und auch an ihrem Kopf an seinem Kopf eine starke Frau waren notwendig, um die Pandemie zu beherrschen. Da hat Deutschland auch mal viel Flexibilität gezeigt, indem ein Tabu gebrochen worden ist und die EU finanziell solidarischer geworden ist. Das ist sehr gut und sehr wichtig und das hat natürlich die Folgen der Pandemie in Europa gebremst. Nun, natürlich darf die EU nicht nur finanziell solidarisch sein, sondern die Baustelle der gemeinsamen EU-Werte ist noch offen. Deswegen von mir aus eine 8. Schneeregen von oben. Nun ab mit uns in den Tiefschnee. Hallo Österreich. Bad weather in France. Let's take a ride to the Tyrolean Alps. Servus. Hallo, ich melde mich hier aus den Tiroler Bergen, aus dem Schnee. Wie ihr sehen könnt, haben wir traumhaft schönes Wetter, nur leider Corona-bedingt ohne Gäste. Natürlich ist für den Tourismus besonders wichtig, dass grenzüberschreitende Bewegungen möglich sind. Das ist derzeit leider nicht der Fall, was mich schon zur Europäischen Union bringt und zum Ratsvorsitz Deutschlands, den Deutschland letztes Halbjahr
innehatte. Ich muss zugeben, obwohl ich sehr Europa interessiert bin, habe ich nicht so viel verfolgt, was konkret gemacht wurde. Was mir aber besonders in Erinnerung ist, ist natürlich die europaweite gemeinsame Beschaffung des Impfstoffes und auch die Verhandlungen bezüglich Brexit. Ich gebe deshalb Deutschland für den Ratsvorsitz eine 9 und wünsche euch alles Gute und hoffe, bald wieder Leute aus ganz Europa auch hier begrüßen zu können. Bussi in die Berge. Und was hören wir aus Budapest? Thank you. And now just a short trip to the east. Hello Hungary. See ya Budapest. Ich bin Clara Landwehr von Budapest und eine ganz begeisterte Europa-Fan. Deutschland hat in die schwierigste Zeit diese Ratspräsidentschaft übernommen, weil auf der ganzen Welt diese Corona-Pandemie ausgebrochen. Trotzdem hat also ganz wichtige Probleme und Aufgaben besprochen haben in diesem halben Jahr, bis sie die Präsidentschaft gehabt hatte. Was ganz wichtig war, dass dieser Wiederaufbaufonds zustande gekommen ist, weil dadurch für die ärmeren Länder, die mehr gelitten haben wegen der Pandemie, geholfen werden kann. Für uns in Ungarn ist ganz, ganz wichtig, dass diese Rechtsstaatlichkeit als Grundlage in der EU durch eine Rechtsstaatlichkeitscheck verstärkt wurde. Wichtig auch der Klimaschutz, was für uns, für unsere Kinder und Enkelkinder eine ganz wichtige Rolle spielen wird. Und so wie die Menschenrechte und die Souveränität der Länder ist für uns alle ein wichtiges Problem. Köstchen im Clara und haltet durch in Ungarn. Und jetzt, was hat das Bel Paese zu sagen? Thanks, Clara. And hello, Italy. Ciao, Italia. Ciao amici, allora per quanto riguarda la presidenza europea, presidenza gestita dalla Germania, la valutazione deve tenere secondo me conto del contesto molto complesso. Prima di tutto ha saputo gestire le forze divisive, quindi i sovranisti, quindi l'Europa non si è divisa. Altro aspetto importante, il fatto che ha gestito comunque un contesto come la pandemia con il recovery plan, che comunque è stato gestito in maniera assolutamente efficace, vincendo le resistenze di Polonia e Ungheria. La gestione della Brexit, che è stata raggiunta all'ultimo, alla fine dell'anno, con un accordo sui futuri rapporti commerciali con il Regno Unito, l'idea di costituire una Unione Europea della Salute e l'accordo che è stato siglato per la riduzione del 55% di emissioni da gas serra entro il 2030. Forse da migliorare ci sono aspetti collegati alla politica estera, quindi la gestione della Turchia, che è stata un paese molto aggressivo, e il fatto che è stato in qualche modo gestito l'accordo con la Cina, non tenendo conto dell'abolizione che era stata richiesta sul lavoro forzato. Complessivamente la gestione, visto questo contesto, secondo me è stata molto positiva. Quindi il mio voto è 10. Ciao amici. Grazie Massimiliano und danke für das Statement. Thanks Italy e grazie per i tuoi pensieri. Und jetzt ist es Zeit für die deutsche Eigen- und Einsicht. Now it's time for the German self-assessment. Hallo, liebe Europäer, ich bin Horst vom Balser Europe Team in Stuttgart
Und heute geht es um die persönlichen Bewertungen der deutschen Ratspräsidentschaft im vergangenen halben Jahr. Zwei Ergebnisse sind mir dabei besonders wichtig. Zum einen, dass der Siebenjahreshaushalt zusammen mit dem Aufbauprogramm Next Generation EU und den zusätzlichen Mitteln für die Pandemiebekämpfung verabschiedet werden konnten. Zum anderen ist es mir aber auch wichtig, dass der Kompromiss zum Thema Rechtsstaatlichkeitsverletzungen mit den schwierigen Partnern Polen und Ungarn erreicht werden konnte. Das heißt, es ist vielen mit Sicherheit noch zu wenig. Aber für mich ist es bedeutsam, dass unter dem deutschen Vorsitz kein Plan B gezogen werden musste. Und natürlich sind wichtige Themen wie gemeinsame Asylpolitik, aber auch die gemeinsame Außenpolitik unter den ganzen Rahmenbedingungen noch auf der Strecke geblieben. Nichtsdestotrotz, unter dem Strich bekommt die deutsche Ratspräsidentschaft für ihre Performance von mir 9 Punkte. Danke. Tschüss. Danke, lieber Horst, für deine Bewertung. Thank you, dear Horst, for your thoughts. Und nun? Ah, c'est magnifique. Frankreich meldet sich erneut zu Wort. Again, it's up to France. Bonjour, Grenoble. Hello, my name is Anne-Elisabeth and I'm talking to you from Grenoble, France. Concerning the German presidency, I take in account that it was marked by an unprecedented health crisis followed by economic problems. The negotiation of emergency measures has been a huge challenge. The common European loan and the solidarity clause between the member states broke a taboo considered unshakable until then. It was one more step to the European consolidation. Again, the Franco-German bond has shown its usefulness to solve problems. Pour moi, rien n'est plus important que la consolidation de l'Union et la solidarité entre les États membres. Alors, je donne 12. Oh là là, 12 points. 12 points from France. Schauen wir, ob Wien das toppen kann. Vienna's calling. Here comes another Austrian vote. Einen schönen guten Abend aus Wien, über den Dächern von Wien, wie man sehen kann. Ja, die deutsche Ratspräsidentschaft wurde hier in Österreich sehr positiv aufgenommen, würde ich sagen. In meiner Wahrnehmung gab es deutlich mehr an europäischen Themen, die diskutiert wurden, die angesprochen wurden, nicht zuletzt auch der Recovery Plan. Aber ganz besonders, glaube ich, ist mir eine Initiative in Erinnerung geblieben und die auch ein gutes Licht auf die deutsche Ratspräsidentschaft wirft oder geworfen hat. Und das ist die Ankündigung einiger Staatsbahnen in Europa, noch mehr Nachtzüge anzubieten. Das ist mir besonders in Erinnerung geblieben und dafür gibt es von mir auch 10 Punkte. Einen schönen Abend aus Wien. Küsst die Hand, Wien. Thank you, Austria. Und nun ab in den Nachtzug nach Tschechien. Let's take a train ride to the Czech Republic. Ahoy, Martin. Germany did a very good job during its EU Council's presidency. The coronavirus, of course, didn't make it easier. Ambitious economic recovery plan was approved. Common European migration and asylum policy was agreed. 7 years European budget finalized. And last but not at least, Brexit agreement discussions finished after all. Takže dávám 12 bodů. Danke nach Tschechien. 12 points, Deaky Martin. Und jetzt wird es spannend. Eine englische Stimme aus Italien. Not an Englishman in New York, but a British lady in Italy. Benvenuta, Anne. Yeah, hi. I think the German presidency of the EU Council did a good job dealing with the pandemic.
They set up the Next Generation EU funding based on own resources, which is a good move in the right direction towards a stronger, more federal Europe. But they left a lot of problems with the question of rule of law, especially in Hungary and Poland, but not only there. It upsets me to see the awful suffering of the immigrants in Bosnia, which I hope the Portuguese presidency will be able to sort out. They got Brexit done, well done Barnier, but nothing on the social pillar and on relationships with the Mediterranean, with Africa. I'm worried about the agreement with China, which went ahead despite the human rights question. I get the impression that money is more important than basic human rights sometimes, and this is not what I want to see from Europe. And I'm unhappy that they blocked the conference on the future of Europe. We need that to start straight away. So I'll give them 6. Danke. Grazie. Thank you, oh Britannia. Ja, mit einem Tränchen im Auge schalten wir nun in die Niederlande. Well, let's move to the Netherlands. Goedendag, Eindhoven. Die Raadspresidentschaft van Duitsland war effektiv. Das Sonderbudget ist genehmigt. Die Rechtsstreit mit Polen und Ungarn ist vorläufig beendet. Merkel hat es wieder geschafft. Wir werden sie bald sehr stark vermissen. Unsere Bewertung 10 Punkte. Dank übel, Mario. Thank you so much for your statement. Und nun, ihr Lieben, kommt das Land der aktuellen Ratspräsidentschaft. And now, last but never least, a voice from the current presidency of the European Council. Damos as boas-vindas a Portugal. Olá, eu sou a... Olá, ich bin die Ana Paula Pereira. Ich wollte dann über die EU-Ratspräsidentschaft Europa sprechen. Ich denke, dass ich gebe eine positive Bilanz. Nach 6 Monaten haben sie fast alles erfüllt, was sie brauchen wollten. Brexit, das Budget und die Corona-Impfstoff haben sie auch noch Mitte Dezember zugelassen bekommen und dass alle Mitgliedstaaten gleichzeitig die Impfstoff bekommen. Die Flüchtlingepolitik sind allerdings noch gescheitert. Das muss noch mehr Arbeit. Hoffentlich werden die Portugiesen dann daran treiben. Sie haben sehr gut gemeistert, nach vielen Verhandlungen das mit Ungarn und Polen und dann diese Corona-Fonds noch zugelassen. Aber noch viel Arbeit gelassen für die Portugiesen oder noch ein bisschen Arbeit gelassen. Ich hoffe, sie werden das meistern. Und für die Deutschen 10 Punkte, para os alemães 10 pontos. Obrigada, Ana Paula, und viel Erfolg für Portugal. Thank you, and we keep our fingers crossed for a successful next half year. So, liebe Europäerinnen und Europäer, das war's. Danke für eure rege Teilnahme und euer Engagement. We have finally come to an end. Thanks, Europe, for joining us. Oh, was ist das? Österreich meldet sich erneut. But wait a minute, Austria is back again. Ja, grüß euch. Ich bin die Barbara aus Osttirol in Österreich und ich bin ganz schwer beeindruckt von euren Beiträgen und vor allem von dem großen Engagement, das damit verbunden ist. Und deswegen möchte ich euch aus unserem Nachbarland 2 Handvoll Punkte geben. Also 10 Punkte gehen von Österreich auf Deutschland. Und ich wünsche euch damit viel Freude weiter und alles Gute. Bleibt gesund und pfiert euch. Jetzt aber wirklich. Danke allen Teilnehmenden und hier die Ergebnisse. Once again, thank you so much. And here are the final results of Europe Rates Germany.
Okay, das macht im Durchschnitt knapp 9 Punkte für die deutsche Ratspräsidentschaft. About 9 points for the German presidency. Es ist also noch Luft nach oben. Liebes Portugal, wir hoffen, ihr ergreift die richtigen und wichtigen Themen. There's still some room for improvement. So let's go all together and bring Europe forward.